Bewegende Erinnerungen, gehörte Geschichten oder auch bedeutende Werke und Lehren, für die Johannes Paul II. Der Hauptbefürworter war, scheinen in der Regel ein vollständiges Bild des Lebens dieses außergewöhnlichen Papstes zu ergeben. Doch auch Jahre nach seinem Tod wirft die Geschichte von Johannes Paul II. Weiterhin neues Licht auf seine Person und sein Pontifikat. Antonio Socchi, ein italienischer Journalist, hat durch seine Forschungen und seine hartnäckige Arbeit ein Geheimnis enthüllt, das lange Zeit vor den Augen der Welt verborgen blieb. Diese überraschende Information, die vom Heiligen Vater selbst sorgfältig verborgen wurde, eröffnet völlig neue Kapitel in der Geschichte des Pontifikats von Johannes Paul II. Diese außergewöhnliche Entdeckung verändert das bisherige Bild dieses großen Papstes und zeigt ihn in einem völlig neuen Licht. Es handelt sich nicht um eine weitere biografische Anekdote oder eine kleine Kuriosität. Das Geheimnis, das Socchi aufgedeckt hat, reicht zum Kern des Lebens von Johannes Paul II, beeinflusst seine Handlungen, Entscheidungen und die gesamte Mission als Oberhaupt der katholischen Kirche. Es ist ein außergewöhnliches Geheimnis, das Emotionen weckt und zum Nachdenken über das Erbe dieses besonderen religiösen Führers anregt. In unserem heutigen Film werden wir uns dieser überraschenden Geheimnis näher widmen, seine Natur, Bedeutung und Auswirkungen auf das Verständnis des Erbes von Johannes Paul II entdecken. Johannes Paul II war eine außergewöhnlich bemerkenswerte Persönlichkeit, nicht nur aufgrund seines Pontifikats und seiner Leistungen, sondern auch wegen der Tiefe seines Glaubens und seiner Hingabe zu Gott. Sein Leben war ein Zeugnis eines unerschütterlichen Glaubens, der jeden seiner Schritte, Entscheidungen und Handlungen prägte. Selbst angesichts von Leiden und Schwierigkeiten während seiner Krankheit blieb Johannes Paul II in seinem Vertrauen zu Gott und seinem missionarischen Ruf unerschütterlich. Papst Johannes Paul II war nicht nur das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch ein authentischer spiritueller Lehrer, der die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt ansprach. Sein persönliches Beispiel des Gebets, der Demut und der Liebe zu Gott wurde für viele, sowohl Katholiken als auch Menschen anderer Glaubensrichtungen, ja sogar für Nichtgläubige, zur Inspiration. Seine außergewöhnliche Sensibilität für die spirituellen Bedürfnisse der Menschen und seine Fähigkeit, echte und tiefe Beziehungen aufzubauen, machten Johannes Paul II zu einer Ikone der zeitgenössischen Spiritualität. Seine zahlreichen Pilgerreisen, Treffen mit Jugendlichen und Enzykliken, die zeitgenössische Herausforderungen ansprachen, waren Ausdruck seiner Sorge um die Menschheit und ihre spirituelle Entwicklung. Das Wirken von Johannes Paul II als Papst war immer außergewöhnlich und bewundernswert. Doch nun, da wir uns in die Geheimnisse seines Lebens und Pontifikats vertiefen, entdecken wir etwas noch Faszinierenderes, eine verborgene Geschichte, die ihn in völlig neuem Licht erscheinen lässt. Während seines gesamten Pontifikats hielt Johannes Paul II ein schockierendes Geheimnis verborgen, das der italienische Journalist Antonio Socchi in seinem neuesten Buch, Die Geheimnisse Johannes Pauls II, enthüllt. Socchi wirft basierend auf außergewöhnlichen Zeugnissen von Personen, die dem Papst nahestanden, ein neues Licht auf das Leben von Wojtyla. Es ist nicht nur die Geschichte seines Dienstes, sondern auch seiner tiefen Beziehung zu Gott. Die mysteriösen spirituellen Ekstasen, die er erlebte, machten Johannes Paul II zu einem außergewöhnlichen Zeugen des Glaubens. Seit seiner Priesterweihe im Jahr 1946 erlebte Karol Wojtyla außergewöhnliche Momente der Verbundenheit mit Gott und der Gottesmutter, besonders im Gebet. Während dieser mystischen Gespräche, die in der Intimität seines Herzens stattfanden, war Wojtyla überzeugt, dass er die Madonna persönlich traf. Er sah sie nicht nur, sondern sprach auch mit ihr, erhielt Botschaften und Anweisungen, die von entscheidender Bedeutung für seinen zukünftigen Dienst als Papst waren.
Diese mystischen Gespräche mit der Madonna waren ein integraler Bestandteil von Wottüllers spirituellem Weg, der seine Spiritualität und sein Denken prägte. Eines der markantesten Beispiele für mystische Erfahrungen von Johannes Paul II, die einen enormen Einfluss auf Karol Wottüller hatten, war der geheimnisvolle Vorfall der weinenden Madonna von Civitavecchia im Jahr 1955. Dieses wunderbare Ereignis ereignete sich nur wenige Kilometer von Rom entfernt, wo die Marienstatue vor einem Kind und über 50 anderen Zeugen Blut weinte. Dieses außergewöhnliche Phänomen, das sich ganze 15 Mal wiederholte, erschütterte die Öffentlichkeit und veranlasste eine Untersuchung, um die Wahrheit über dieses übernatürliche Ereignis festzustellen. Nach den Berichten der Zeugen war Karol Wottüller sich dessen bewusst, was passieren würde, noch bevor das wundersame Weinen spontan begann. In seiner Interpretation war dieses Ereignis sowohl für ihn als auch für die gesamte Kirche ein Zeichen. Die Madonna weinte über das Leiden der Welt, und ihre blutigen Tränen waren wie ein Ruf zur Umkehr und zur Versöhnung der menschlichen Herzen. Die weinende Madonna von Civitavecchia war für den Papst nicht nur eine Bestätigung übernatürlichen Handelns, sondern auch eine Inspiration, sich weiterhin Gott und den Menschen zu widmen. Im August 1997 ereignete sich ein weiteres außergewöhnliches Ereignis, das einen neuen Einblick in die spirituelle Dimension des Lebens von Johannes Paul II. Bietet. Ein Mitarbeiter des Papstes berichtete, wie er ihn betend auf dem Boden fand, umgeben von einem außergewöhnlichen übernatürlichen Licht. Diese mystische Erfahrung hinterließ bei ihm einen starken Eindruck, er fühlte sich, als wäre er eingeladen worden, Zeuge von etwas Besonderem zu sein. Johannes Paul II., der das Erstaunen seines Mitarbeiters bemerkte, sagte unerwartet: Wenn du wüsstest, was ich weiß, würdest du auch die Nacht betend mit mir verbringen. Diese kurzen Worte zeigen die Tiefe des spirituellen Lebens des Papstes und seine persönliche Verbindung zu Gott. Was sah der Papst, als er im August 1997, von übernatürlichem Licht umgeben, betete? Was war die Quelle dieser außergewöhnlichen Helligkeit, die sein Gesicht beleuchtete? Welche spirituellen Visionen oder Erfahrungen führten ihn zu einer so tiefen Hingabe im Gebet, dass selbst seine Mitarbeiter erstaunt waren? Öffnen uns diese Worte: Wenn du wüsstest, was ich weiß, würdest du auch die Nacht betend mit mir verbringen, nicht die Türen zu der mysteriösen Welt der spirituellen Erfahrungen von Johannes Paul II. Dieses Ereignis scheint ein weiterer Meilenstein in der spirituellen Reise von Johannes Paul II. Zu sein, die sein Leben und seine Dienstzeit geprägt hat. Das Zeugnis über das intensive mystische Leben von Johannes Paul II. Stammt auch von Pfarrer Jarosław Cielecki, einem polnischen Priester, der die Gelegenheit hatte, Wottüller während seines priesterlichen Dienstes kennenzulernen. Pfarrer Jarosław Cielecki teilt bewegende Beobachtungen über das Gebet von Johannes Paul II. Mit. Er beschreibt, dass während dieser spirituellen Momente, in denen der Papst einen intimen Dialog mit Gott führte, sein Blick auf etwas gerichtet schien, das für den äußeren Beobachter völlig unsichtbar war. Es war kein gewöhnliches Starren ins Leere, sondern vielmehr eine Konzentration auf eine Präsenz, die andere nicht erkennen konnten. Vielleicht war es für ihn die wahre Gegenwart Gottes oder der Gottesmutter, mit der er ein tiefes Herzgespräch führte. Dieses Zeugnis legt nahe, dass für Johannes Paul II. Das Gebet mehr als das Wiederholen von Worten oder Gesten war. Es war eine wahre Seelekommunion, in der der Papst die Nähe Gottes erlebte und seine Gegenwart auf außergewöhnliche Weise spürte. Zeugnisse enger Freunde von Johannes Paul II., wie Kardinal Andrzej Deskour, werfen ebenfalls ein neues Licht auf seine intime Beziehung zu Gott. Kardinal Andrzej Deskour offenbart, dass Johannes Paul II. Seit seiner Priesterweihe eine besondere Art des Gebets erlebt hat, inspiriertes Gebet, das es ihm ermöglichte,
die Gegenwart des Heiligen Geistes durch Offenbarungen und innere Stimmen zu spüren. Dies legt nahe, dass seine spirituelle Sensibilität die Grenzen gewöhnlicher menschlicher Erfahrung überschritt und ihn auf die Suche nach einer tieferen Beziehung zur Göttlichkeit führte. Ein weiteres Zeugnis, wenn auch von einem anonymen Monsignore stammend, ist ebenso bewegend. Er sagt: "Wir wissen gut, dass die Madonna zum Papst spricht, auch wenn er es nicht öffentlich sagt. Er gehorcht nur der Madonna, er tut nur, was sie sagt." Dies bestätigt, dass Maria für Johannes Paul II. Keine symbolische Figur war, sondern eine lebendige Präsenz, mit der er persönliche Gespräche führte. Diese Zeugnisse zeigen, dass das Gebetsleben von Johannes Paul II. Mehr war als eine religiöse Praxis, es war eine tiefe Erfahrung persönlicher Verbundenheit mit Gott. Die Beziehung von Johannes Paul II. Zu der Gottesmutter war etwas Außergewöhnliches, Tiefes und Vertrauensvolles. Was er mit Maria erlebte, überstieg die Grenzen des gewöhnlichen Glaubens, es war die Begegnung von zwei Herzen, von zwei Seelen, die sich im Gebet und in der Hingabe vereinten. Als Schwester Luisa von Fatima nach einer Botschaft für den Papst gefragt wurde, spiegelte ihre Antwort die Tiefe dieser Beziehung wider. Sie sagte, dass Johannes Paul II. Sich keine Sorgen machen müsse, denn Maria selbst werde sich um das kümmern, was für die Kirche und ihn persönlich wichtig sei. Stanislaw Ziwiszcz, der das Amt des Sekretärs von Johannes Paul II. Innehatte und heute Kardinal ist, beschrieb das Gebet des Papstes als einen Dialog mit dem Unsichtbaren. Seine Worte legen nahe, dass das Gebet für Johannes Paul II. Mehr war als nur das Wiederholen von Worten, es war ein tiefes Gespräch mit Gott, das der Papst auf sehr persönliche und intime Weise führte. Benedikt XVI. Erwähnte während der Feierlichkeiten zum dritten Todestag von Johannes Paul II. Seine außergewöhnliche Glaubensstärke an den auferstandenen Christus sowie die ständige, enge Verbindung zu ihm. Dies zeugte von der tiefen spirituellen Verbundenheit von Johannes Paul II. Mit Christus, die das Fundament seines Lebens und seines Dienstes als Papst bildete. Neben der Beziehung zur Gottesmutter hatte Johannes Paul II. Auch mystische Kontakte zu Pater Pio, einem italienischen Priester, der für seine Stigmata und tiefe Spiritualität bekannt war. Nach ihrer ersten Begegnung im Jahr 1948, die kurz, aber bedeutsam war, blieben sie weiterhin in geistiger Kommunikation, was der Papst als eines der wichtigsten Ereignisse in seinem Leben bezeichnete. Dieses Treffen mit Pater Pio schien für ihn eine besondere Bedeutung zu haben, vielleicht aufgrund der spirituellen Inspiration, die er von diesem heiligen Priester empfing. Das Buch von Antonio Socchi, Die Geheimnisse von Johannes Paul II, wirft ein neues Licht auf das Pontifikat dieses außergewöhnlichen Papstes. Es bietet eine völlig neue Interpretation des Lebens und Wirkens von Johannes Paul II, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der spirituellen Dimension seines Dienstes liegt. Der Autor zeigt, wie das Leben von Johannes Paul II. Eine tiefere Bedeutung annimmt, wenn es im Kontext des spirituellen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Maria und dem Teufel betrachtet wird. Diese neue Sichtweise auf die Spiritualität von Johannes Paul II. Eröffnet uns neue Perspektiven für das Verständnis seines Pontifikats und seiner persönlichen Auseinandersetzung mit geistigen Kräften. Sie legt nahe, dass sein Leben und Wirken nicht ausschließlich in politischen oder historischen Kategorien verstanden werden können, sondern eine tiefere spirituelle Analyse erfordern, die seinen inneren Kampf und seine Siege über die Kräfte des Bösen offenbart. Dies ist eine Einladung zur vertieften Reflexion über das spirituelle Erbe dieses großen Papstes und über unser eigenes spirituelles Leben. Das Leben von Johannes Paul II. Ist eine außergewöhnliche Inspiration für uns alle. Sein unbeugsamer Glaube, sein tiefes Gebet und seine Hingabe an die Gottesmutter sind wie Leitsterne auf unserem eigenen Glaubensweg.
Wenn wir sein Leben betrachten, können wir viele Schlussfolgerungen ziehen, aber eine der wichtigsten ist, dass der Glaube Berge versetzen kann und das Gebet die mächtigste Waffe gegen das Böse ist. Papst Johannes Paul II. Hat uns gezeigt, dass es selbst in den schwierigsten Momenten wert ist, im Glauben zu bleiben und sich Gott anzuvertrauen. Sein Leben war voller Herausforderungen, aber er blieb immer standhaft in dem Glauben, dass die Liebe Gottes jedes Böse überwinden wird. Sein Gebet war nicht nur mit Worten, sondern mit einer tiefen Gemeinschaft mit Gott verbunden, die ihm Kraft und Frieden in schwierigen Momenten brachte. Denken wir daran, dass selbst wenn wir uns in Zeiten der Schwäche fühlen, das Gebet unsere größte Kraft ist. Möge das Leben von Johannes Paul II. Uns daran erinnern, dass wir in Gott die wahre Quelle von Kraft und Trost finden. Möge sein Beispiel uns auf unserem eigenen spirituellen Weg leiten und uns zu einer größeren Nähe zu Gott und einem Leben im vollen Licht seiner Gnade führen.